Vorstellung, ich werde verrückt. Nein, SDS hat nun das Kabinen-DLC für den RTS endlich hinzugepackt. Ich finde, es hat ein bisschen lang gedauert. Aber nun haben wir jetzt hier ein Paket enthalten. Alter Verwalter, da ist ja schon was geboten. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Kostet, also man muss dazu sagen, wer das Kabinen-DLC für ETS 2 schon hat, das ist gut. Dann müsst ihr es euch nicht kaufen, weil es kostet nämlich 3,99 Mark. Und dann braucht ihr euch das nicht kaufen. Ne? Dann ist das hier praktisch inklusive mit dabei. Wer es nicht hat, holt es euch für 3,99. Das ist absolut mega. Und jetzt guck mal, was hier alles mit dabei ist. Haufen Zeug, ne? Ein Lufterfrischer, ein Kaktus, eine Limöne, Blättchen, ein SCS Erfreshener. Also lauter so Sachen, die man gebrauchen kann. Auch gute Sachen, finde ich, weil sammelt dann also Lufterfrischer, ne? Dann hier ein Traumfänger. Muss, glaube ich, bei so einem Ami-Truck mit dabei sein. Ne? Das ist ein typischer Traumfänger, oder? Die sind da so ein bisschen. Plüschwürfel, die kennen wir auch aus ETS 2. Fußball, Disco-Kugel, doppelter Plüschwürfel. Den würde ich mir endlich bei ETS 2 mal wünschen. Gibt es leider nur als Mod. Ich hätte jetzt gedacht hier, ich habe es ja gestern gesehen, wie er SDS dachte, irgendwie Sizzle hat hier irgendwie was gesponsert oder so. War ein bisschen verwundert. Aber okay, finde ich gut, dass das hier alles mit dabei ist. So, schauen wir mal. Ich muss mal ein bisschen durchklicken, was hier und wo das alles versteckt ist. Eine Dosen, ein Burger. Typisch Ami, ne, Style. Pfefferminzbonbons, Minzen. Unser Hündchen, das kennen wir schon. Unser Hulle-Hulle, unser Hulle-Hup, Zuppe, Zippe. Eine Mütze. Usa, Cappy, American First. Und was gibt es noch alles? Eine WOT-Truck-Kappe. Die sieht gut aus, ja. Sonnenbrille, noch eine andere Sonnenbrille. Also schöne, tolle Sachen hier mit dabei, ne? Ein Hut, ein anderer Hut, ein Handy und alles, was da noch so zugehört. Also das ist echt toll. Finde ich klasse, dass SDS das hier alles so ein bisschen mit reingepackt hat, ne? Was ich auch ganz cool finde hier, ist es hier dann auch so, das kannst du einfach in diese Ding reinstecken, ne? In diese, na, wie heißt das? In diese Lüftung halt, ne? Es gibt so ein Handy, ich habe so eine, im Wohnmobil habe ich so eine Handyhaltung, die klippst du da einfach rein, ne? Aber das ist jetzt hier eher sowas zum Raumbestinken, ne? Luftauferfrischer nennt man das ja hier so, ne? In dem Fall steht es ja hier. Und ihr könnt euch da reinstecken und dann sieht es vielleicht ganz cool aus. So, was haben wir hier noch? Das finde ich auch klasse, ne? Das finde ich eine richtig coole Sache. Ich hoffe, es gibt ja irgendwann mal ein Update für ETS 2. Gerade Kabinen-DLC. Sind ja die Sachen schon ziemlich alt. Und solche Sachen, so wie Papiere hier, ne? CMR und so auf so ein Klemmbrett drauf. Geile Sache, ne? Das war schon cool. Klar, ATS-Spielhülle muss mit dabei sein, ne? Da hat ATS bestimmt so Brainstorming gemacht. Und was können wir da alles reinpacken, ne? Coole Sache hier. Karte. Hat jemand noch für den an die echten Trucker, hat jemand wirklich noch eine Karte im Handschuhfach? Ich habe mal sagen lassen, mein Vater hat immer gesagt, trotz Navi im LKW immer eine Karte mitnehmen. Stimmt das? Keine Ahnung. Er hat gesagt, es gibt nichts Besseres. Nehmt euch eine Karte mit. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Tablet, Laptop. Ich gehe mal schwer davon aus, da wird dann hier das die Karte abgebildet sein. Gehe ich mal schwer davon aus. Aber das finde ich gut. Das ist sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch versteckt? Kartonbox. Fertig mal. Seit hier kommt das gleiche nochmal. Dosen, Multipack. Also ein Haufen Zeug dabei, ne? Ich glaube, SDS hat geschrieben über 100 Artikel, oder? Kommt hin. Wahnsinn, oder? Schüchen, Strom und Stromumkehrer. Klar, warum nicht? Klar, von in dem Fall 24 auf 220 Volt, oder? Und hat 3000 Watt, ey. Alter Verwalter, da kannst du mal richtig einen Föhn anhängen, du, ey. Kannst ja... Geil. Coole Sache. Was haben wir hier unten noch? Was zu saufen. Becherhalter. Toll. Da kannst du Wasser reinmachen. Und wo ist das Bier? Wo ist die Bierflasche? Zum Feierabend brauche ich ein Bier. Egal, guck, wie viele Punkte hier sind. Ey, verrückt, ne? Hinten, klar. Hier, Küche, Mikrowelle, da kannst du dann dementsprechend hier dein ganzes Essen geschmoddern. Und machen wir natürlich einen Burger. Klar, logisch, ne? Ein Schrank. Ah, Aufkleber hier bitte noch. Guck mal hier, da kannst du Aufkleber auch hinkleben. Schwapplehe. Geil, ne? Aufkleber, immer gut, ne? Oh, falsch. Taco-Aufkleber. Taco mit schwarzer Soße. Das ist ja mal geil hier, ne? Kannst du schön aufkleben. Guck mal hier. Passen wir alle hin. Hier noch eine Box. Eine Kühlbox. Gut, die brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht eine Tasche. Kommt gut. Geil, oder? Kissen. Alter, toll. Liebes SDS-Team. Geile, geile Sache, oder? Jetzt kommt. Das ist auch gut, ne? Weil das Kissen von der Mutti mitgenommen. Erstmal unter den Reifen gelegt. Und dann blub, blub. Drüber gerasselt. Und dann hast du hier ein schönes Kissen. Tolle Idee eigentlich. Frau freut sich beim Waschen dann.
Toll. Was haben wir noch? Ah, hier. Da könnte man hier aber auch natürlich noch... ach, hier, da ist ja die Decke. Ich wollte gerade fragen, ist hier nicht noch eine Decke mit dabei? Ja, da ist er. Tasche. Oh, die Tasche ist ja cool. Also wenn es so eine Tasche zu kaufen gibt, die will ich haben. Die ist cool. Ein Schlafsack, die Gitarre, Handy, Schlepptopf. Dann nehmen wir natürlich eine Decke, oder? Der Decke muss da rein, ne? Hinten. Oh, eine Ami-Flagge. Herrlich. Und da habe ich mir sagen lassen, Anglertasche. Klar, brauchst du als Tracker unterwegs. Die sind immer ja wochenlang auf Achse. Da brauchst du natürlich eine Angeltasche. Habe ich mir sagen lassen, wenn du hinten am LKW, beziehungsweise man sieht es auch bei STS, ne, wenn die hinten offen ist, dann sieht man auch diese Flagge. Sehr schön. Tolle Geschichte. Also Wahnsinn. Ich bin begeistert. Gardinen mit Gardinen haben sie es nicht so, ne? Die Amis. Muss aber auch nicht sein, ne? Was ich auch gut finde, hier haben wir das normale Navi oder als Handy. Ist auch ganz toll, oder? Das wollen wir natürlich auch nutzen hier. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Nee. Um hier wird nichts mehr. Geil. Einfach geil, oder? Liebe Leute der gepflegten ETS 2 und ATS Community. Ist das geil oder ist das geil? So. Ist ja mega. So, jetzt machen wir mal weg hier. Braucht kein Mensch. Guck mal, das bewegt sich sogar. Hohoho, wer hätte das gedacht? So. Hier nochmal unseren Traumfänger. Schön. Schön animiert. Na, was ist denn mit dem Rückwärtsgang hier? Rückwärtsgang geht nicht mehr. Seid verrückt. Hier unsere kleine Biene. Voll süß. Ich habe mal einen Förderschein reingepackt. Das ist wichtig. Hier. Die Aufkleber finde ich auch klasse, ne? Das Aufkleber. Toll. Das erinnert ein bisschen so an Holland-Style. Da haben doch die LKW-Fahrer hier vorne immer in der Armatur immer alles zugeklebt. Oder hier oben. Tolle Sache. Könnte man hier oben auch noch welche hinmachen. So Slots oder so. Geil, ne? Also vielleicht an alle, die so ein bisschen die Slot-Modder sind. Ihr Gruppen könnt auch noch ein paar hinmachen, ein paar Slots. Ne? Können wir noch mehr Aufkleber hinklatschen. Können wir alles ein bisschen wohnlich einrichten. Aber toll, echt genial. Also ich bin maßlos begeistert. Also wer dieses DLC noch nicht hat, 3,99 Euro, holt es euch im Steam Workshop, liebe Leute. Und wer es natürlich schon hat von ETS 2, ich gehe mal schwer davon aus, die meisten haben es eh schon. Für den ist es ja sowieso kostenlos dabei. Hier das Navi noch mit dabei. Also echt geile Sache. Ich bin begeistert. Toll, 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 toll. Was für ein Freitagmorgen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Kabinen-DLC. Und have fun einfach, ne? In diesem Sinne, danke SS für die coole, für das coole Kabinen-DLC. In diesem Sinne, schönen Freitag, macht's gut, bis bald und adios.